So, die nächste Partie steht an. Quick Matches. Nach dem Wraithing-Spiel, was ziemlich gut war, gucke ich jetzt mal, welchen Helden ich spiele. Ich hätte mal wieder Lust auf irgendeinen Helden, den ich schon etwas länger nicht mal gespielt habe. Mal wieder Lust auf Keltas. Gaslow könnte ich mal wieder spielen. Ich spiel mal Gaslow. So, los geht's mit Gaslow. Zwei Spezialisten jeweils auf einer Seite. Gegnerteam zwei Spezialisten. Wir zwei Spezialisten. Li Ming und Nova Keltas und Kerrigan. Wird interessant. Würde ich mal von ausgehen. Mal gucken, wer hier auf dem Schlachtfeld der Ewigkeit die Oberhand behält. Wir oder das gegnerische Team. Ich spiele mal Gaslow, schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, gefühlte. Ich glaube, das letzte Mal, als ich den Patch 17.0 angetestet habe. Jetzt mal kurz gucken. Ich werde, glaube ich. Ich spiele mal gern auf Mana und das werde ich, glaube ich, auch hier wieder spielen. Der guten Li Ming. Ist ja nicht aufgepasst. Auch immer wieder genau in dieselbe Falle. Sind beide genau drinne. Und er ist gestorben. Ja, mal gucken, wie weit die Geschütze reichen. Dass wir wieder ein Timing dafür bekommen.
Spiel ich mal auf Söldner First, obwohl sich das hier eigentlich schon fast gar nicht anbietet. Ich spiele mal auf komplett auf die Geschütztürme. Jetzt auch mal schnell zum Brunnen. Schütz abbauen und dann mal rüber. Gibt's auch noch Mana.de. So, jetzt müssen wir mal rüber. Jetzt haben wir natürlich ein dickes Problemchen. Jetzt haben sie mich ehrlich unten lang gehen sollen. Ich hätte doch beim Team bleiben sollen. Ich habe gedacht, wir gehen direkt hoch. Glaube ich auf jeden Fall auf die genau auf die Grave Bomb gehen. Nein! Okay, das war ein richtig schlechter Ulti. Ah, shit, ey.
Da haben sich leider getrennt. Ein bisschen doof gelaufen. Oh, ich gehe mal besser zurück. Oh, fuck. Ja, wäre ich mal besser zurückgegangen. Gerade gegen Nova. Also, muss ganz ehrlich gestehen, dass mir dieser ARK-Reaktor überhaupt nicht gefällt, weil der null Sinn macht. Ich glaube, da werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall was anderes nehmen. Weil du hast eigentlich nie die Chance, wirklich mal die Typen da alle festzunageln. Es sei denn, du setzt eine gute Wavebomb. Die Reichweite und der Radius könnte vielleicht noch gut hinhauen. Da war noch eins meiner Geschütze. Ich gehe besser zurück, habe keine Lust hier jetzt drauf zu gehen danach. Also eine gute Kombo ist halt E und dann die Grave Bomb. Mitte kriegt er weniger Damage. Die Geschütze abräumen von Mana ist eine da. Mit einem Mana hole ich mich jetzt noch nicht mit. Dann gehe ich jetzt mal schnell nach oben. Nein! Nach 2 Sekunden. Okay, ich gehe besser zurück. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Nicht, dass Nova da auf einmal um die Ecke kommt. Ja, der Damage müsste ein bisschen höher sein. An der Gasse ist aber auch nicht so nicht gut. Also,
Das Talent ergibt gar keinen Sinn. Werde ich, glaube ich, auch nicht mehr nehmen. Das ist irgendwie Quatsch. Weil es ist so unwahrscheinlich, dass du irgendjemanden erwischst. Ach, das war nicht die echte. Okay, ich wollte schon sagen, das ist die echte gewesen. Jetzt kann man das Spiel jetzt eigentlich beenden. Okay, der feedet. Wie ein Spieler, der keine Lust hat, weiterzuspielen. Das verstehe ich einfach nicht. Kein guten Ulti gesetzt, hätte ich mir eigentlich durchaus sparen können. Schade, bin nicht zufrieden mit mir, sondern durchaus viel zu wenig Damage. Und wenn, dann hätte ich wesentlich mehr Siege Damage haben müssen. Das geht deutlich besser mit Geislo. Ja, eigentlich immer früher immer gerne auf die Geschütze verlassen, dann konnte man richtig schön viel Damage machen. Naja, wollen wir mal gucken, wie es mit Geislo weitergeht, ob ich den mal wieder häufiger spiele. Aber im Moment glaube ich nicht mehr. Na gut, sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder. Ciao!